In diesem Video bauen wir einen Streaming- und Gaming-PC für einen exklusiven Kunden. Was wird er sagen zum Streaming-Boss? Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht es sich scheinbar rund um den PC. Wir bauen nämlich heute was ganz Wundervolles und zwar ein Streaming-PC für meinen Coach und Mentor Calvin Hollywood. Der braucht nämlich ein neues Streaming-Setup und hat er mich gefragt, du Bastelnerd, kannst du mir mal einen Streaming-Rechner zusammenstellen und alles bei mir aufbauen und etc. pp. Ich habe gesagt, kein Problem, dauert ein paar Tage, ich mache mir einen Kopf und heute ist es soweit, wir bauen den Rechner zusammen. Die Hardware lasse ich mir aber nicht nehmen, kurz einmal vorzustellen, diesmal aber in etwas anderer Art und Weise. Ich versuche mich so ein bisschen auf die Key-Features zu konzentrieren, da dem Calvin das ganze technische Blabla alles ein bisschen zu hoch ist und er will einfach nur wissen, was ist für was zuständig und was habe ich davon. Ich habe mir so ein paar Notizen dazu gemacht, weil es fällt mir, glaube ich, sehr schwer. Aber wir gucken mal, wie es wird. Ja, dann starten wir mal. Als Prozessor kommt zum Einsatz AMDs Workhorse, der Ryzen 9 3950X. Moin Kater. Ja, dieser Prozessor bietet dank seinen 16 Kernen ein hervorragendes Erlebnis im Multicore-Anwendungsbereich. Multicore heißt mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet, Premiere, Photoshop, OBS, eventuell noch ein Game, um nur so einige zu nennen, die der Calvin da nutzt. Darüber hinaus sorgt der Prozessor natürlich auch für ein flüssiges Gameplay dank hoher Taktrate. Da viel Leistung auch viel Hitze erzeugt, wird dieser Prozessor gekühlt von der NZXT Kraken oder Kraken Z73. Eine All-in-One Wasserkühlung, wie man hier sieht, mit drei Lüftern. Dahinter verbirgt sich ein Radiator, wo das Wasser dann quasi durchläuft. Dank großer Fläche kann man halt die Lüfter auch sehr langsam drehen lassen, um trotzdem noch eine gute Kühlleistung zu gewährleisten, was wiederum verhindert, dass es irgendwelche Luftgeräusche, Windgeräusche gibt. Dementsprechend ist der Prozessor damit sehr leise zu kühlen. Und man hat hier noch ein Display an der Wasserkühlung dran, um einfach auf einen Blick zu sehen, wie sind da meine Temperaturen, gibt es sonst irgendwie was. Ansonsten kann man da auch sein eigenes Logo draufladen, so als nette Spielerei. Als Arbeitsspeicher kommt zum Einsatz der G-Skill Trident Z Neo mit 32 GB. Der Arbeitsspeicher ist dafür zuständig, den Inhalt der gestarteten Programme zu verwalten und darauf schnellen Zugriff zu gewähren. Ja, hier mit 3600 MHz CL16 mit einer der schnellsten, der noch so mit diesem Ryzen-Prozessor läuft und natürlich mit den 32 GB auch genug Platz für die ganzen Anwendungen, die dann gleichzeitig geöffnet sind. Als Arbeitsfestplatte im SSD M2 Steckkartenformat, ja, wird direkt auf dem Mainboard installiert, kommt zum Einsatz eine Silicon Power US70 mit 1 TB. Ja, 1 TB bietet genug Platz für alle produktiven Anwendungsprogramme und natürlich auch ein paar Games, die der Calvin spielen will. Ist eine der schnellsten SSDs, die zurzeit auf dem Markt sind, mit 5000 Megabyte die Sekunde lesen und 4500 Megabyte die Sekunde im Schreiben, was umgerechnet eine DVD pro Sekunde ist, nur um da mal so ein bisschen so einen Anhaltspunkt zu haben. Als zweite SSD kommt zum Einsatz eine normale SATA angebundene SSD als Datengrab mit 2 Terabyte, bietet dann gegenüber Calvin seinem NAS immer noch eine vierfach schnellere Zugriffsgeschwindigkeit, ideal als Ablage für Vorlagen oder für Aufzeichnung von Streams, um die dann nachher nochmal bearbeiten zu können in Premiere. Dafür die SSD dann nochmal. Dann als Grafikkarten-Highlight, ja, die RTX 3070 von Gigabyte und zwar in der Eagle-Variante. Diese Grafikkarte bietet nahezu die gleiche Leistung des letzten High-End-Modells der Vorgängergeneration und das zu weniger als die Hälfte des Preises. Nebenbei unterstützt die neue Architektur auch den aktiven Streamer mit Noise Cancelling, einen virtuellen Greenscreen und Nvidia arbeitet zusammen mit Twitch an einem Codec, in dem ich mit 120 FPS streamen kann in 1440p, was WQHD ist, also die Zwischenauflösung zwischen Full HD und 4K und das bei ganzen 8 Mbit. Ja, Wahnsinns-Grafikkarte und bietet natürlich auch 4 Monitoranschlüsse, damit der Streamer alles im Blick hat. Da es sich um einen Streaming-PC handelt, brauchen wir natürlich auch noch eine Capture-Karte.
Ja, hier kommt zum Einsatz Avamedias neuestes Schlachtschiff, die Live Gamer Du. Ja, wie der Name schon verraten lässt, hat diese Karte zwei Eingänge. Einmal Full HD und einmal 4K. Full HD wäre dann zum Beispiel für eine Kamera, wie in die, wo ich da gerade reinspreche. Und der 4K-Eingang wäre dann dafür da, wenn man zum Beispiel einen anderen PC abcapturen will, ein MacBook abcapturen will oder auch eine PlayStation. Und bietet natürlich auch einen Ausgang, um das Ganze durchzuschleifen, wenn man zum Beispiel eine PlayStation angeschlossen hat, um dann auch latenzfrei zocken zu können. Verbaut wird das Ganze auf dem Asus ROG Republic of Gamers Strix B550 E-Gaming Mainboard. Ja, dieses Mainboard lässt auf jeden Fall keine Wünsche offen, hat die schnellste Anbindung für die Festplatte im Steckkartenformat, die schnellste Anbindung für die Grafikkarte, gute Spannungsversorgung für den Prozessor und nebenbei nochmal 7 USB-Anschlüsse, wobei dann nochmal 3 ans Gehäuse angeschlossen werden, also insgesamt 10 USB-Anschlüsse, 8 Typ A und zweimal Typ C, also quasi dieser neue, und bietet als Backup-Lösung auch nochmal, wenn das Netzwerk mal hapert, WLAN und Bluetooth als Schnittstelle. Dann sehr gute Leistung, benötigt natürlich auch eine sehr gute Stromversorgung. Hier kommt zum Einsatz das Seasonic GX750 Focus. Ist ein 750 Watt Netzteil mit sehr guter Effizienz und ich sag mal hier 10 Jahre Garantie, sprechen auch ihre eigene Sprache. Dann als Gehäuse kommt zum Einsatz das NZXT H710i. Ja, ich habe es schon mal verbaut. Link dazu findest du hier oben in der Videobeschreibung zum Unboxing. Ja, dieses Mal in schlichten Schwarz gehalten mit Fenster, um die Hardware betrachten zu können. Bietet auf jeden Fall ausreichend Platz für alles, was wir da reinbauen wollen. 4 Lüfter für optimalen Airflow. Mit der Grafikkarte hätten wir dann in dem ganzen System 7 Lüfter. Was jetzt nicht heißt, dass das ein Turbogebläse ist, sondern je mehr Lüfter ich habe, umso langsamer können die natürlich drehen, um den Airflow in dem Gehäuse zu erzeugen. Und somit machen wir hier auch gleichzeitig ein Silent-System, damit das halt im Stream nicht stört. Wenn du Interesse an einem Nachbau hast an diesem PC, findest du natürlich wie immer alle Links zu allen Produkten unten in der Videobeschreibung. Das sind alles Amazon Affiliate Links. Wenn du darüber einkaufst, kannst du diesen Kanal kostenlos unterstützen und das würde mich sehr freuen. Dann lass uns mal jetzt den Rechner zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich zum ersten Start wieder. Boss ist soweit zusammengebaut. Ist auf jeden Fall das schwarze Streaming-Monster geworden, wie man hier sieht. Ja, sieht brutal aus. Also richtig geil. Gefällt mir sehr gut. So, zum Ablauf. Ich habe mich dafür entschieden, den Radiator nach oben zu machen. Da mir wichtiger ist, dass die Grafikkarte kühle Luft kriegt als die CPU, weil der 360er Radiator, der kriegt die CPU schon so oder so gekühlt. Und die Grafikkarte wird bei dem Anwendungsfall hier wohl mehr belastet. Deswegen Radiator nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Schauen wir mal, was der Endgegner jetzt hier sagt. Power on. Das ist ja immer schon so eine kritische Phase. Oh, das Mainboard leuchtet schon. Oh, das hat ja auch noch RGB. Ja, wir schalten mal an und gucken, was passiert. We'll be right back.
Und damit wurde ein Premium-Streaming- und Gaming-Rechner zum Leben erweckt. Das zeigen auch die Benchmarks. So erreicht der Ryzen 9 3950X im Cinebench R15 3972 Punkte im Multicore und 209 im Singlecore. Im Cinebench R20 kommen wir auf wahnsinnige 9062 Punkte im Multicore und 480 im Singlecore. Auch die Performance der 1TB großen Silicon Power US 70 ist auf Spitzenniveau. So erreichen wir eine Leserate von 4983 MB die Sekunde und im Schreiben kommen wir auf 4252. Und damit weiter zu den synthetischen Benchmarks. Im Timespy kommt das System auf 13.838 Punkte im Gesamtscore und gehört damit zu den oberen 96% aller bisher getesteten Systeme. Auch im Firestrike geht der Rechner richtig ab. Hier werden 29.142 Punkte erreicht und damit ist das System besser unterwegs als 99% aller bisher getesteten Systeme. Die RTX 3070 hat natürlich auch Raytracing im Angebot. Damit wird ein Score von 8172 Punkte im Port Royal Benchmark erreicht. Dann durften natürlich im Benchmark-Parcours auch mal wieder ein paar Spiele nicht fehlen. Diesmal alle in WQAD-Auflösung getestet mit höchsten Einstellungen. Damit erreichen wir in Lara's Shadow of the Tomb Raider 114 FPS im Benchmark. Weiter geht's im Toaster-Test. Hier wird CSGO mit durchschnittlich 412 FPS durchgetoastet. Auch in Warzone schlägt sich das System gut. Hier beendest du eine Runde Beutegeld bei rund 131 FPS. Und last but not least Fortnite. Hier verpasst du knapp den epischen Sieg bei rund 145 FPS. Dabei bleibt das System selbst unter Volllast von Grafikkarte und CPU angenehm kühl und dank großzügiger Belüftung auch leise. Aber was sagt Kelvin zu seinem neuen Schlachtschiff? Oh. Ja, ich hab vorhin schon gedacht, das sieht so ein bisschen buffig aus von außen, aber da war ja noch eine Folie drüber. Das wusste ich ja nicht. So, und wo macht man das Ding an? Oben drauf. Hier? Ja. Okay. Kommen jetzt Rauchwolken raus, oder? Nee. Oh, warte mal. Oh, hallo. Okay. Und er ganz leise ist er. Nach 10 Stunden Aufbau und Einrichtung läuft bis auf die PS5, war zum Zeitpunkt des Aufbaus noch nicht da, alles tadellos. Lediglich ein defekter Netzwerkswitch sorgte anfänglich für viel Grübeln. Das Video von Kelvin, was rund um den Aufbau geht, findest du übrigens unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hast du auch Interesse an Livestreaming und suchst einen kompetenten Partner, der dich begleitet? Dann kontaktiere mich unter bastelnerd.net und lasse uns dein Setup optimieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere diesen Kanal, falls du auch zukünftig keine weiteren Gaming-Streaming-PC-Builds mehr verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Schaut auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal vorbei, Bastelnerd. Da findet ihr nur solche Videos und er macht das richtig krass, überkrass. Bis in Deutschland mit Sicherheit da ein führender Kanal, oder? In dem Bereich. Ja, 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 drauf schon. Ja.